Auf meinem Kanal gibt es ja viele Challenges, meistens aber eher so von den alten Wii-Spielen, sei es Wii Sports Resort oder Mario Kart Wii. Also die neueren Games, die sind nicht so ganz mein Milieu, wie man so schön sagt. Milieu. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mario Odyssey. Es gibt nur einen Mann, der dieses Spiel wirklich beherrscht, weil alle anderen können nichts. Und das ist der einzig wahre. Ich beherrsche Mario Odyssey. Es gibt sonst niemanden auf der Welt. Ich habe mir den einzig wahren Two-Guy Beatbox geholt. Ich habe mir den einzig wahren Victor rangeholt, damit er mir so die drei härtesten, für mich härtesten, Mario Odyssey Trick Jumps zeigt. Ihr wart uns direkt an Gottier-Jumps. 10 von 10. Die nur drei Leute auf der Welt können, die mache ich jetzt. Genau. Nein, wir gucken uns jetzt mal so ein paar harte Jumps an. Und wenn ich sie nicht schaffe, dann muss ich 3 Eier rot trinken. Und du musst die schärfsten Nudelsuppen des Universums essen. Gemischt mit rohen Eiern. Das ist die Challenge. Let's fucking go. Jo, schaffst du es da hoch? Jetzt hier? Mit einem Jump? Ja, von hier mit einem Jump. Ja, okay, warte. Bist du bereit? Warte, im grünen Mond bist du bereit. Wow, Als ob. Ich muss dir nichts beibringen. Ich weiß, komm, verpiss dich. Der erste Jump, den ich für dich vorbereitet habe. Ne? Also erst einmal musst du hier runterspringen. Wie findet ihr übrigens mein neues Haus? Er hat mir ein bisschen nachgemacht. Aber ja, nur ein bisschen. Ja. Auch okay. Das V, er ist ja Villain. Ja, ich bin... Ich habe das einmal gespielt, 2017, und es dann durch die erste Welt geschafft und dann nie weitergemacht. Wir machen hier auf jeden Fall den ersten Impossible Jump. Aber bevor wir den ersten Impossible Jump machen in Metro Kingdom, machen wir etwas, was ihn so ein bisschen trainiert für diesen Impossible Jump. Jetzt blenden wir so eine Trainingsmontage ein. Also jetzt begeben wir uns zu Lost Kingdom bzw. verlorenes Land. Du bist noch verloren, deswegen müssen wir da anfangen. Okay, das macht Sinn. Wir überspringen ganz kurz. Zack, zack, zack. Ich fühle mich wie so ein kleines Kind, das zum ersten Mal so einen Controller in die Hand gesteckt bekommt. Ich habe so gar keine Ahnung, was ich hier mache. Ich zeig dir, wie das funktioniert. Du musst gar nicht aufgeregt sein. Okay, Onkel Victor. Okay, komm, überspringen. Überspring doch jetzt! Der erste Jump ist gar nicht so ultra schwer, aber das ist ein Speedrun-Jump. Und zwar begibt man sich hier auf diese Palme. Okay. Also du kannst... Ja, die Palme hat sehr interessante Kollisionen. Du machst hier einen Triple-Jump. 1, 2, 3. Okay. Und dann machst du das hier. Ist das ein Impossible-Jump? Das ist nicht unbedingt ein Impossible-Jump. Weißt du, wie das Ganze funktioniert mit den Cap-Jumps? Also das hier, nee. Guck mal. Zack, zack, zack. Gar kein Das Plan. Musst du üben. Okay, pass auf, ich bringe es dir bei. Okay. Spring mal hoch und wirf mit Y. Genau. Okay, jetzt kommt Schritt 2. Mach dasselbe, aber drück dann L. Genau das. Okay. Genau das. Und jetzt machst du dasselbe und machst einen Hechtsprung nach vorne. Während du in dieser Hechtsprung genauso. Ah, okay. Genauso. Okay. Aber du musst Y gedrückt halten, damit du auf Cappy bounce. Okay, oh mein Gott, das wird peinlich. Das kriegst du hin, das kriegst du hin. Ja, genau so. Das genau ist easy. So. Wir kommen näher. Mach das nochmal. Mach das jetzt so ein paar Mal, so 5 Mal, damit du reinkommst. Du kannst, nachdem du auf Cappy gebounced bist, nochmal Cappy werfen und nochmal den Hechtsprung machen. Okay. Versuch das mal. Nochmal werfen und nochmal. Genau das. Okay, das krieg ich. Das ist der Trick. Das ist das, was du hier können musst. Du gehst jetzt auf die Palme. Ja. Und keine Sorge, der Sprung wird dich nicht auf die Palme bringen. Das ist ein einfacher. Ey, aber hat wirklich Spaß gemacht. Ne? Spaß? Okay. Okay. Ich habe mit meinem Dad letztens so ein Sonic-Video gemacht, wo er das durchspielen musste und ich ihm alles erklärt habe. Und ich fühle mich gerade genauso lost wie mein Vater, Alter. Perfekt. Ich fühle mich so richtig verloren. Aber du hast es direkt hinbekommen. Ja. Weißt du, woran das liegt, dass ich mich so verloren fühle? Weißt du, wegen verlorenes Land? Ja. Ja. Ja, das sind nur schlechte Witze. Ja, was kriege ich, wenn ich das First Try jetzt schaffe? Ich glaube, dann gebe ich dir einen Döner aus. Echt? Ja. Okay, warte, nee, da muss ich fokussieren, dann habe ich Angst. Die Sache ist, so ein Döner sollte mich nicht so aufregen, aber ich bin wirklich ein bisschen am Zittern. Okay, also, okay, warte, ich trainiere ja. Das zählt ja nicht. Also, das war Training. Bei der Palme kann es passieren, dass du mit dem dritten Sprung zu weit bist und dann von der Palme runterfällst. Mhm. Aber... Ich dachte, das hat er auch verdient. Ja. Jetzt bin ich ready. Jetzt, wo ich Toad extremst behindert geprügelt habe, können wir loslegen. Das sollte nicht so aufregend sein. Rechts drehen. Ja, da fällt er komischerweise runter. Ja, schlecht programmiert. Position. Schlecht programmiert. Das wäre Nintendo. Bei Blali 1 und 2 nicht passiert. 3. Oh. Oh, let's go. First motherfucking try. Döner, ich komme. Schaffst du den Sprung auch, indem du nicht hier drauf landest, sondern... Hier? Kriege ich an 2 Dönen? Okay, versuch ich. Dann kriegst du einfach nur plus Respekt, wie bei GTA. Okay, okay. Nach da ganz oben? Hey, warum sieht das eigentlich so weit hoch aus auf einmal? So weit hoch aus. Ah, schade, ja, schade. Zählt nicht, dann werde ich mit uns selber. Mann, jetzt geht er auf die Palme! Okay, die Palme, ich doch auf die Palme. Erst ist härter, auf die Palme zu kommen, als darüber als zu springen. Als diesen Jump zu meistern. Easy! Nice, ich bin ready. Ich schaff alles. Jetzt darüber. Ja, ja. Warte, ich mach Roll Cancel Vectoring. Okay. Geradeaus.
Okay, wir machen jetzt einen alten Impossible Jump. Und zwar den Bowser Kingdom Jump. Sag's dir ganz ehrlich, ich habe letztens 5 Stunden für Mario Kart gebraucht. Nichts kann mir mehr was anhaben. Okay, aber diese beiden Techniken, weil jetzt ist das eine andere Technik. Also bei der dritten Challenge brauchst du die beiden Techniken in einem. Das klingt minimal bedrohlich, aber ich bin dabei. Okay. Du springst von hier nach da. Aber das ist auch schon weit. Das ist schon ziemlich weit, ja. Aber das geht klar. Warte, ich mach's dir kurz vor. Mhm. Wir gucken auf diesen Strich. So, und dann machen wir einen Roll. Diesen Impossible Jump habe ich auch noch nie gesehen. So, und dann fliegen wir mit Mario einfach dahin. Warten ein bisschen. Hier kannst du Elevator-Musik einblenden. Zum Schluss. Ja. Okay, es kommt eigentlich nur auf die Rolle an. Also es kommt eigentlich auch auf den Winkel an. Wenn du rollst, drückst du nur noch oben rechts, also 45 Grad oben rechts okay, gedrückt. Okay, ja. Okay. So, ich muss irgendwo hingucken, ne? Genau. Also du musst, warte, geh mir noch mal ein bisschen zurück. Du musst neben der Kante sein. Neben so? Der roten Kante, genau. Und schaust ungefähr dahin. Also ungefähr auf dem Punkt. Auf den, das, okay. Du springst, machst die Startattacke und machst diesen schnellen Roll. Okay, okay. Der schnelle Roll. Was kriege ich, wenn ich das First Try schaffe? Ein Energy. Döner und ein Energy. Döner und ein Energy. Let's go. Easy, easy, easy. Oh, let's go. Psyching myself up. Wann? Als ob ich die ganze Zeit nicht schaffe, einfach nur zu rollen. Das darfst du beim Rollen. Warte, vielleicht schaffe ich es ja. Ja, ich meine, das ist die Hoffnung aufgeben. Ist ja schon sehr nah dran. Das Gute ist, ich habe Hilfemodus angemacht. Das bedeutet, die Blase bringt dich sofort wieder zurück, wo du vorher warst. Ich ducken. Jetzt. Irgendwas lässt du los. Ey, Mann! Versuch mal erstmal auf der Insel so ein bisschen rumzurollen. Okay. Also bevor du den Jump machst, erstmal die Rolle überhaupt hinbekommen. Das war wie letztens, als ich Raid Shadow Legends gespielt habe. Leute, kennt ihr eigentlich? Geh mal so mal auf die Insel, so auf die Mitte ungefähr. Gib mal hier so ein bisschen das Rollen. Ah, ich glaube, du hast wieder Ellos gelassen. Perfekt. Immer auf den Second Try. Nein, ach nein, nicht schon wieder. Go for it. Boah, wir haben einfach so einen Remix gerade gemacht. Ja, genau. Ja. Genau. Nachdem du das gemacht hast, lässt du alles los und machst 45 Grad nach oben rechts. Links gedrückt. Ah, okay. Keine Sorge, ich krieg das noch hin. Bergkrank. Actually, kannst du das noch schaffen? Ich dachte, du hast ihn langsam gemacht. Du hast zu lang gerollt, aber du kannst es noch nicht. Ich sag warte. Okay. Jetzt. Warte. Wirf. Oh, Bro, das war knapp. Schade. Kein Energy. Damn it, mein Energy. Du bist viel zu lang gerollt. Mhm. Du musst, nachdem du das gemacht hast, alles loslassen und einfach nur das hier gedrückt halten. Einfach in die Richtung. Genau. Okay. Hast du eigentlich mal Wii Sports Resort gespielt? Ja. Digga, ich finde da die Woohoo Island ist am allerschönsten von allen Inseln überhaupt. Geil. Mario, ich bin hier. Vic ist auch hier. Wir sind alle hier. Let's go. Kladderadatsch. Ja, du hast aber früh genug losgelassen. Das könnte es werden. Warte, noch nicht. Okay. Ich sag wann. Jetzt. Yes! Oh! Easy! Ja, nein! Doch, nicht geschafft, dein Spaß. Du warst oben. Du musst zugeben, das macht schon Bock, dieser Das macht ultra Bock, ja. Vor allem wegen dem Momentum. Das ist so ein bisschen wie damals bei Sonic Adventure 1 und 2, wo es auch mehr Momentum-Base war. Wir machen Diddy zum Trick-Jumper. Ja, wirklich. Aber es wird noch ein bisschen dauern. Hast du das gesehen, Toad? Toad, hast du das gesehen? Das ist der erste Impossible Jump, der damals entdeckt wurde. Und der ist wirklich unmöglich auch, ne? Der ist unmöglich. Also bin ich dann der Erste, der das jetzt schafft? Der allererste. Boah, geil. Wenn es November 2017 wäre. Es wurde damals als fast unmöglich angesehen, diesen Sprung zu schaffen. Und jetzt übst du etwas, das ist, fühlt sich so ein bisschen komisch an zu machen. Das hier. Was hast du gemacht? Das nennt man Vault. Am Ende wirst du dich hier hinstellen, wirst Cappy da hinwerfen. Oh mein Gott, das habe ich sogar gesehen. Vault machen und am Ende machst du das, was du eh gelernt hast. Okay. Deswegen empfehle ich dir, die Klaue zu machen. Hier. Die Klaue? Ja. So. Ist wie bei Jackie Chan, einfach so Martial Arts. Die Klaue, pass auf. Man benutzt den Zeigefinger zum Werfen gedrückt halten, Mittelfinger zum Springen und Mittelfinger, um dich nach vorne zu holen. Weißt du noch, als ich dir in Sonic Adventure 2 diesen Super Bounce gezeigt habe, was auch ja ähnlich eigentlich war, wo du auch die Klaue verwendet hast? Die Klaue ist einfach deine Strat. Ich glaube, das ist es. Deswegen habe ich das auch so schnell hinbekommen. Ja, das kann echt sein. Also der Mittelfinger wandert hoch und okay, und dann nach vorne. Du musst auch gedrückt halten nach vorne. Ja, das ist ein Vault. Ich muss kurz erstmal mit meinen Homies reden, damit die mir ein bisschen zeigen. Was für eine Bombenaufsicht. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Danke, Bro. Danke, dass du mich so unterstützt. Kennst du Sonic 06? Sonic 2006? Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie die NPCs von Sonic 2006. Das dachte ich aber auch. Findest du die pretty? Ich muss sagen, ich finde die jetzt nicht so geil, aber es gibt in der Stadt auch Pauline. Ich vergesse immer ihren Namen. Paul, wenn ich dann da unten angekommen bin, dann kann ich mir Pauline klären. Genau. Das ist doch Motivation. Genau. Okay, jetzt wieder alles vergessen, was ich gerade eben gelernt habe, einfach nur, weil ich dumme Jokes machen musste. Homing war die Geschichte, ne? Impossible! Kim Possible! Call me, beat me, if you wanna reach me! Go! No! Ach, Mann! Ja! Okay. Und, warte, jetzt! Nochmal!
easy. Hä? Viel zu einfach. Viel zu einfach. Viel zu einfach. Let's fucking go. Pauline. Pauline. Hallo. War ein sehr, sehr geiler Einblick in die Welt von Mario Odyssey Trick Jumps. So eine Mario Kart Challenge oder Wii Sports meinetwegen. Da muss man auch Glück haben. Da muss man auch echt Glück haben. Und da bin ich eher so, dass ich dann so durchbreche und es immer wieder versuche. Und das ist so ultra skill-based. Also ich habe echt riesen Respekt davor. Real fucking talk. Ja. War sehr, sehr geil. Der ist sehr gut geschlagen. Und du kriegst einen Döner. Cut zum, wo wir Döner essen. Ja, ich hab gelogen.